vor kurzem vor WrestleMania eine Prediction aufgenommen, um es zu erläutern, weil ich riesen Wrestling-Fan bin. Und ich würde jetzt gerne mal darauf reagieren, um rauszufinden, wie dermaßen falsch ich eigentlich gelegen bin. Einfach, weil es mich interessiert und weil ich gern wissen würde, wie sehr ich es verkackt habe. So, was wir halt jetzt machen, ist folgendes. Ich werde es jetzt laufen lassen und ich reagiere darauf. Wir werden sehen, wie behindert das gelaufen ist. So, ihr werdet jetzt Markus zweimal hören. Es tut mir leid für alle, die das total fertig macht. Ich hoffe, ihr werdet es überleben. So. Jetzt mal kurz noch den Rahmen. Eher nicht. Meine Prediction, Austin Theory besiegt John Cena. Ich gehe davon aus. Okay. Wir starten mit John Cena gegen Austin Theory. Ist übrigens so. In Hollywood. Freue mich wirklich im SoFi Stadium. Ich gehe davon aus, dass Austin Theory John Cena besiegt. Bin ich ganz ehrlich. Meine Prediction, Austin Theory besiegt John Cena, weil John Cena natürlich hauptsächlich Part-Timer ist. Dementsprechend eher nicht längere Zeit dabei bleiben wird, weil er eine Karriere in Hollywood okay, hat. Okay, das ist schon mal legit. Und wir ja. können davon ausgehen, dass das Ganze jetzt gerne nur so ein kurzes Ding ist. Also, wenn John Cena gewinnt, wenn, dann maximal in was der er nicht Sicht, getan hat? Er wahrscheinlich eine Nacht drauf bei Raw den Titel wieder verliert. Aber ich gehe jetzt, stand jetzt davon aus, dass Austin Theory verteidigt, weil der wurde so aufgebaut und also, da muss man auch ganz klar sagen, da haben wir uns alle mehr vorgestellt von der Raw nach WrestleMania und das war einfach nur billig und da hat man uns einfach natürlich mal wieder für dumm verkauft, weil ja natürlich, die WrestleMania hast du groß gemacht und die Raw nach WrestleMania, da hast du uns weiß Gott was verkauft, aber da konntest du auch nicht mehr große Schritte machen, weil Raw musste oder WWE musste ja verkauft werden. So, also sprich, es war Ihnen klar, bei WrestleMania da haust du die ganzen Kohlen ins Feuer. Und bei Raw nach WrestleMania, da ist es scheißegal. Denn da ist es ja dann eh schon durch. Ne? Ist es ja eh egal. So. Dementsprechend, die Aussage, wenn John Cena verliert, ich gebe mir den, das ist jetzt mal ein Punkt für mich, aber es gibt eine Sache, wo ich voll Unrecht hatte und dazu komme ich vielleicht noch. Und das war das Thema mit dem Main Event Spot. Also, ich mache jetzt mal hier eine Liste von Dingen, die ich richtig hatte und die ich falsch hatte. Mal schauen, wie mache ich das am blödsten? Wie mache ich das am blödsten? Ich schreibe es mir auf jeden Fall mit. Aber ich brauche auch auf jeden Fall... So, zack, machen wir ein kleines Office-Dokument und dann schreiben wir uns das mal mit. So, also. Einfach nur, dass ich es auch mal ein bisschen mitgeschrieben habe. So, dass ich es auch noch so habe. So, zack, 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 zack. Also. Also richtig. Also richtig hatte ich auf jeden Fall. Eins hatte ich schon mal richtig. Schauen wir einfach mal so mit, damit wir es einfach haben. So. Gehen wir weiter. Man munkelt, dass man hier vielleicht Vince McMahon sehen könnte, den ehemaligen Chef der WWE, der angeblich wieder zurück ist. Ich bin gespannt. Angeblich, damals noch angeblich. Ich gehe jetzt aber auch davon aus, genau wie Martin Guerrero davon ausgegangen ist, dass das Ding hier als Main Event des ersten Abends gesetzt wird. Dann, zweites Match, Charlotte Flair gegen Rhea Ripley, gegen Mami. Oh, ganz klares Ding. Also, wenn mal Cena gewinnt, kriege ich eine Plus 1. McMahon habe ich aufgeschrieben. Minus 2, also gebe ich mir ganz klar Minus 2, weil es ist ja wirklich das Thema, da bin ich ja komplett falsch gewesen. So. Also, wichtig ist natürlich für mich jetzt erstmal, wer gewonnen hat, und das habe ich richtig gesagt. Und dementsprechend, ich habe gesagt, Cena wird ganz klar gewinnen. Cena wird ganz klar verlieren, habe ich dementsprechend gesagt. Also, was soll ich sagen? Was soll ich machen? So, ist so. Ich habe sogar dasselbe T-Shirt an wie letzte Woche. Ich sehe genauso aus wie letzte Woche fast. Bis auf die gemachten Haare.
Rhea Ripley prügelt die Scheiße aus Charlotte Flair aus. Bin ich sowas von. Das habe ich Rhea richtig. Ripley, diese wunderschöne Frau hier. Das habe ich absolut richtig. Wow, prügelt die Scheiße aus ihr raus, habe ich absolut richtig. Also ich glaube, genau habe ich es noch nie gesagt. Die wunderschöne Punk-Women. Mami besiegt sowas von Charlotte Flair. Die Frage ist, werden wir hier Dominic Mysterio sehen? Ich bin gespannt. Ich wäre auf jeden Fall interessiert, ob wir sie danach nochmal sehen oder ob wir Dominic Mysterio hier schon mal sehen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, Rhea Ripley gewinnt das Ding. Gerade weil die beiden, glaube ich, schon mal bei WrestleMania gegeneinander angetreten sind als... Dass ich das wusste, weiß ich nur durch Angelo Nero. Aber was ich sagen kann, ist folgendes. Gebe ich mir auf jeden Fall, weil ich habe kein Bullshit behauptet bei dem Ding. Corona war oder schon mal gegeneinander angetreten sind bei Corona. Ich will das im ganzen Stadion sehen. Dann, das Wohlfühlmatch des Abends. Undisputed WWE Tag Team Champions, die Usos, Jimmy Jay Uso. Warum sieht die Linke so scheiße aus? Ja, das war die witzige. Linke, das war. Gehen wir ein bisschen weiter. Usos, Jimmy Jay Uso gegen Kevin Owens, Sami Zayn. Ist gar keine Frage, wer gewinnt. Die Usos werden ihre Undisputed Tag Team Champion Titel verlieren. Eindeutig gewinnen ja Kevin Owens und Sami Zayn. Ja. Man hat über Monate hinweg aufgebaut. Das Thema ist sowas von durch. Ich erwarte wirklich die absolute Tag Team Action. Ich erwarte auf jeden Fall einen Moment zwischen Jey Uso und Sami Zayn. Davon ist auszugehen, dass sie die hier sich richtig gegenseitig zerfetzen werden. Und das ist wirklich auch vielleicht gibt es danach auch einen Moment zwischen Jimmy und zwischen Jey Uso und Sami Zayn. Maybe, ich bin gespannt. Ich bin richtig gespannt. Jetzt habe ich mich da hochgedreht. Hoffe ich auf irgendwas, dass hier Kevin Owens irgendwas total übertriebenes macht. Dass hier da muss ich mir noch eins geben. Kevin Owens ist für richtig übertriebene Matches gemacht. Er ist dafür da. Er ist der Mann, der sich komplett aufarbeitet im Ring. Und also grundlegend hatte ich recht. Es gab einen geilen Moment zwischen Jay und Sammy. Gab es dementsprechend am Ende mit dem Helluva Kick. Aber dass Kevin Owens hier mördermäßig den heftigen Stand-up zieht, war jetzt im Neuen auch klar, dass es nicht passieren wird. Aber ich sage mal so, habe ich richtig predicted, hatte aber wahrscheinlich jeder richtig, der bis 13 kann. So, gehen wir mal weiter. Habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Habe ich Bock drauf. Boah, und, da habe ich richtig... Bin ich gespannt. Das habe ich richtig falsch. Wow. Was da noch uns zukommt. Ich glaube, dass Damage Control verteidigt und ich glaube, es gibt das Gerücht, dass Trish Stratus Heel turnen könnte. Und ich glaube, das wäre eine Möglichkeit und ich hätte auch richtig Bock drauf, bin ich ganz ehrlich. Aber gut, was weiß ich schon, ich bin nur kleiner Wrestling-Promoter. Nee, ich bin nur kleiner, ich bin der Manager eines kleinen Tag-Teams, mehr bin ich nicht. Wird richtig fett werden. Das hatte ich richtig. Ist ein das hatte ich richtig. Heftiger Wrestler. Das ist zwar ein Part-Timer, aber der nimmt das Ding wirklich ernst. Spielt er ganz klar den Heel. Das ist ein Heel-versus-Heel-Match, wo Seth Rollins so ein bisschen den Spot des Helden hat von ihm sowas. End der letzten Jahre. Ich habe meine Kamera ausgemacht. Da habe ich jetzt wirklich im Logan Paul plus 1. Also, das habe ich so dementsprechend so predicted. Dann nochmal Dominic versus Ray. Da habe ich, glaube ich, Ray predicted, ganz ehrlich, glaube ich. Daraus, American Ass, America's Ass. Ey, daraus könnten wir auch wieder ein Highlight machen. Ray Mysterio gegen seinen eigenen Sohn und ich hoffe, er fickt seinen Sohn. Ich glaube, Dominic Mysterio kriegt fett einen Schlag in die Fresse von seinem eigenen Vater, denn er hat's verdient, unserem eigenen Vater verprügelt zu werden und Man of the Year, das klingt wie ein Song von Skrillex, American Ass. So wie Four-Way Tag Team Match. Rey Mysterio besiegt Dominic Mysterio, clear. Ja. Dann haben wir noch Man's Four-Way.
Also das gebe ich mir auf jeden Fall. Ich glaube, also das habe ich richtig predicted und ja. Hey, Tag Team Match. Willst du seine Aussage klippen? Du brauchst Funkhaus im Hintergrund für das Extra an Badassness. Nee, Academy und Dub Dub. Pommes frites mit Ketchup. Oh nee, darauf No reagieren wir nicht. way Tag Team Match werden Darauf reagieren wir und ich nicht. glaube, da hat man nicht viel zu erwarten. Aus dem Clip hätte man übrigens auch wieder eine Aussage machen können. Also hätte man auch wieder einen Clip draus machen können. Night number Okay. 2. Gut, das wird wahrscheinlich. Okay, da haben wir jetzt das Thema 4-Way. Das habe ich komplett falsch. Da muss ich mir minus 1 geben, weil 4-Way habe ich komplett falsch getippt. Ich glaube, ich habe gesagt, dass Strowman gewinnt. Und Ricochet, die haben nicht gewonnen. Und dass es scheiße wird, habe ich auch gesagt. Dementsprechend, ja. Habe ich komplett verkackt. So, jetzt kommen 6, weil ich komplett verkackt Ich denke habe. gleich, das Main Event Vollgas. werden. Main Event, ganz klar Roman Reigns gegen Cody Rhodes. Nacht 1 übrigens, glaube ich, dass das Main Event sein wird. Und das Main Austin Event hätte Theory ich auch gegen falsch John getippt. Cena. Und John Cena geht nicht over, sondern Austin Theory. Nacht Nummer 2, Main Event ganz klar. Roman Reigns gegen Cody Rhodes, das wir schon mal gesagt haben. Und ich glaube, Cody Rhodes conquered hier Roman Reigns. Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, dass Roman Reigns hier nochmal ein Jahr Champion ist. Ich hoffe nicht. Ich hoffe wirklich, dass Habe ich wir auch hier verkackt. einen Mann, habe neuen ich das. Undisputed. Mann, habe ich das verkackt. Das habe ich richtig falsch getippt. Aber richtig gut, das hätte wirklich niemand ahnen können. Und wir machen da auch nochmal eine längere Nachbesprechung. Aber ey, das habe ich richtig verkackt. Wow. Champion sehen, genauso wie wir hier oben. Neue Undisputed Tag Team Champion sehen werden und ich. Das finde ich immer noch falsch. Dass sie hier Roman haben overgehen lassen. Das verstehe ich nicht. Du hättest. Ich bin der Ansicht, jetzt wirklich, ich bin so gebrochen von der ganzen Situation gewesen, dass ich glaube, sie hätten hier die Möglichkeit gehabt, ein zweites Eddie Guerrero und Chris Benoit zu machen. Aber nein, die WWE wird sowas nie wieder machen, weil sie zu viel nur ihre eigenen Denkweisen haben und zu viel nur ihre eigenen Dinge verfolgen wollen. Ich finde das absolut scheiße. Also. Das geht für mich gar nicht. Das geht für mich null. Du kannst nichts machen. Cody hat hier seinen absoluten Peak. Du kannst natürlich Cody hier verlieren lassen, aber dann bau ihn nicht so auf. Dann bau ihn nicht so auf. Wir haben das schon mal so gemacht mit Roman Reigns selber. Da hat er dann, glaube ich, gegen Rollins verloren und Brock Lesnar, weil Rollins eingegriffen hat und den Money in the Bank Koffer eingesetzt hat. Wobei ich aber auch sage, das macht ja noch Sinn, aber das hatte ja Cody nicht. Und alles andere, was du jetzt machst, ist einfach nur Bullshit. Aber dazu mehr in der nächsten Wrestling Show. Also da dürfen wir uns freuen. Ja. Ich glaube, dass schnellstmöglich die Titel wieder geteilt werden, bin ich ganz ehrlich. Also ich hoffe, dass gefühlt die Nacht nach die Raw nach WrestleMania Oh, die wirklich? Championships einfach wieder auseinandergezerrt werden. Und hier, jetzt haben wir die blöde Lage, dass du bei SmackDown und Raw theoretisch keine zwei Champions hast. Also du hast theoretisch Das Roman Reigns, der Undisputed Champion ist. habe ich auch so falsch prediktet. Also sowas von. Bah, da war viel Falsches dabei. WWE Champion und Universal Champion ist und du hast leider Gottes halt auch bei den Tag Team Champions, die Usos, die beide Tag Team Titel halten und ich hoffe, dass sie es auseinanderziehen schnellstmöglich, weil ich glaube nicht, dass es gut ist. So. Theoretisch das beste Wrestling Match des Abends werden. Davon dürfen wir ehrlich gesagt ausgehen. Und ich glaube, dass Gunther retained, auch wenn Drew McIntyre absolut heftig ist und Mann, bin ich geil. Das wusste ich nicht mehr, dass ich den richtig hatte. Also, dass das beste Wrestling-Match des Abends sein wird, hatte ich so prediktet und ich glaube, das kann man mir zustimmen.
Das, da bin ich jetzt überrascht. Es gibt immer Überraschungen, aber ich hoffe irgendwann, dass ich in der WrestleMania komplett richtig tippen werde. Okay, guck mal weiter. Sheamus und Gunther, die ja ein absolutes Match of the Year hatten. Ein absolutes Man of the Year, wollte ich schon fast sagen. Oh. Aber ich glaube, Gunther retained, weil der einfach zu overpowered ist. Die finden Gunther absolut nice. Es sei denn, man lässt ihn den Titel verlieren und würde ihn direkt gegen den Gut, ist ja eh durch. Overpowered. Das ist eh durch, grundlegend. Also, ja, Gunther hat retained, fertig. Und absolut heftig. Wie sie jetzt hier Champion ist im Moment, dementsprechend. Jo. Halt, zum zurück. Overpowered und Ness, also theoretisch könnte man hier Bianca Belair den Titel verlieren lassen. Und ich glaube, darauf ist auch rauslaufen. Asuka ist overpowered und absolut heftig. Habe ich falsch. Wie sie jetzt hier Champion. Also das habe ich richtig falsch. Boah. Fuck. Auch wieder minus eins, aber ja. Muss ja, also wenn ich am Ende mit Plus rauskomme, bin ich glücklich. So, ich zeige euch mal nachher, wie ich das gemacht habe. Ist im Moment dementsprechend. Jo. Dann haben wir Hell in a Cell Match. Edge Hell in a gegen Cell, Finn das gucken wir Balor. mal. Auch wieder relativ klar für mich. Jetzt muss mal irgendwas kommen, wo es anders läuft. Jetzt muss mal Das irgendwas habe ich kommen, komplett wo es falsch gemacht. richtig Das habe ich rein in komplett den verkackt. Lachs. Arsch ab. Hätten wir übrigens auch wieder einen tollen Clip das machen können. Jetzt muss mal irgendwas kommen, wo es einfach anders ist. Und das wäre für mich so das erste Match. Also entweder das oder dass Charlotte gegen Rhea Ripley den Titel behält. Das wäre eine Möglichkeit, dass hier Charlotte retains oder dass hier Bianca Belair retains. Das wäre eine Möglichkeit. Also es muss natürlich auch Matches geben, wo es anders läuft. Ja, Wo Bianca kann ich mir nicht, einen halben geben. weil sonst wäre es ja fast schon wieder langweilig, wenn nur die Person, von der man glaubt, dass sie gewinnt, Da gewinnt. gebe ich mir 0,5. Hier wäre auch eine Möglichkeit. Gunther verliert den Titel, geht direkt in eine Fehde gegen Cody Rhodes. Wäre eine Möglichkeit. Dass ein guter Retained für uns geplant haben. Und ich erwarte allein schon bei dem Hell in a Cell Match Edge gegen Finn Balor ein absolutes Fest aus wildesten, brutalsten Schlachten. Also wirklich, ich erwarte hier, dass Gegenstände Das eingesetzt gebe ich werden. mir. Ich erwarte, dass die beide bluten. Ich erwarte wirklich, dass der Demon von Finn Balor rauskommt. Es ist halt nur ein Abklatsch von Brock Omos. So, dann Brock Lesnar gegen Omos zum Beispiel. Ich glaube, da habe ich Brock getippt. Was haben wir hier? Der Schwarze kann ja genau eine Sache und das ist, er ist groß. Das ist die einzige Sache, die Omos beherrscht. Er ist groß. Das wäre es auch. Wenn man von Omos immer viel gehalten hat, bitte, bitte, bitte lasst Omos nicht gewinnen. Bitte nicht. Ich mag Brock Lesnar nicht, aber das hat er nicht verdient. Es sei denn, du hast da wirklich so eine Interference von außen. Es gibt ja angeblich das Gerücht, dass jemand von der UFC da sein wird, mit dem Brock Lesnar mal einen Kampf hatte. Ich weiß es nicht. Dann haben wir wieder. Okay, das habe ich richtig predicted, eindeutig. Plus eins. So, dann haben wir Women's Four-Way Tag Team Match. Boah, wer hat das Women's gewonnen? Four-Way Match. Und das ist das letzte Match hier jetzt auf der Karte, damit wir auch wirklich alle Frauen hier noch und alle Leute, die es interessiert, noch reinkriegen. Wir haben. Glaubst du, Schwarze wären sauer, wenn ein schwarzer Drache spielen würde, weil zum Beispiel kein Weißer ihn spielen würde? Achso, du meinst, wir haben Raquel Gonzalez, Liv Morgan, die inzwischen die Liv Morgan, die viral gegangen ist vor kurzem. Dann gegen Ronda Rousey und Shayna Baszler. Ronda Rousey ist noch bei der WWE, das habe ich komplett vergessen. Natalia gegen Natalia und Shotzi versus Chelsea Green und Sonya Deville. Habe ich überhaupt keine Idee. Ich hoffe halt, dass Ronda Rousey und Shayna Baszler vielleicht, weil die beiden wirklich starke Frauen sind und die den Sieg gebrauchen können. Sonst habe ich da überhaupt keine Ansicht. Ich erwarte wirklich ein schönes Frauenmatch. Ich erwarte ein schönes Hin und Her, ein schönes Hoch runter, ein schönes Move Fest. Mehr erwarte ich da nicht.
So, wen habe ich gesagt? Ich glaube, Shayna Baszler gegen. Na, 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 na. Damals ja. Ronda Rousey und Shayna Baszler gewonnen. Okay, passt. War jetzt nicht das wildeste Match, aber Ronda und Shayna. Gebe ich mir die plus 1. So, das ist glaube ich das letzte Match, das wir noch auf der Karte hatten. Genau. Jetzt guck mal nochmal, ob ich noch irgendwas vergessen habe. So. So, das ist jetzt meine Prediction über Charlotte Flair. Kevin Owens und Sami Zayn besiegen Jimmy und Jey Uso. Damage Control für mich Roman Reigns, ganz klar Gunther. Das wäre jetzt mal so meine Reaction und ich werde natürlich auch darauf reagieren. So, warte kurz. Und werde natürlich dann auch im Nachhinein darauf reagieren, was ich denn gesagt habe und was das denn Sinn gemacht hat. Okay? Also, ihr werdet darauf reagieren. Reagiert habe ich jetzt gerade drauf. Also, jetzt gehen wir nochmal rein, ob ich es denn richtig gemacht habe, ob ich geil darauf reagiert habe, ob ich es falsch gemacht habe. Also, wir zählen zusammen. Soll, wenn ein paar Namen nicht passen, ich habe jetzt extra mal geschrieben. Also, Nacht 1. Und da müssen wir nochmal Nacht 2 schreiben, auch hier. Zwei. So. Nacht 1, habe ich gesagt. Cena, nee, habe ich gar nicht. Ich habe Theory gesagt. Entschuldigung. Viel gewinnt plus 1. McMahon im Ma und Main Event, habe ich gesagt. Also, dass McMahon zu sehen sein sollte, vielleicht am Anfang oder so. Und bei Austin Theory, dass McMahon zu sehen ist, war ja mal beim letzten WrestleMania auch mit dabei. Oder dass das ganze Main Event wird nicht, muss ich auch sagen. Also, plus 1, minus 2. So. Dann Rhea boxt sowas von Charlotte Flair weg. Hatte ich richtig. Kevin Owens und Sami Zayn gewinnen, hatte ich auch richtig. Tag Team Action, dass es geile Tag Team Action gibt, gebe ich mir auch. Jay und Sami, dass es einen Moment gibt, war ja auch so ein Luma Kick. Vollgas. Kevin Owens macht irgendwas Heftiges, eher nicht. Also ist nicht passiert. So. Ich habe gesagt, ich hätte Bock auf das Damage Control Match, eher nicht. Damage Control geht over, gebe ich mir auch minus 1. Und Heel Turn von Trish gebe ich mir auch die minus 1. Dass Logan Paul gewinnt, habe ich gesagt. Warte mal, ich habe gesagt, Logan Paul gewinnt. Das habe ich falsch. Das habe ich falsch studiert, habe ich voll verkackt. Da muss ich mir eine minus 1 geben. Ich habe gesagt, Logan Paul gewinnt. Es hat nicht Logan Paul gewonnen, es hat Seth freaking Rollins gewonnen. Okay. Dann Dominik versus Ray. Also Ray gewinnt, habe ich mir eine plus 1 gegeben. Dominik kriegt richtig auf die Fresse, habe ich mir auch plus 1 gegeben. So, stimmt. Dann, das Four-Way wird scheiße, habe ich gesagt. Das Tag Team Four-Way stimmte nicht. Es war besser, als es jedes Recht hatte zu so sein. Und das Strowman und Ricochet gewinnen. Stimmt ja auch nicht. Gibt es auch mit einem Minus 1. Da habe ich noch gesagt, dass Austin Theory, gut, das habe ich vorher schon mal gesagt, können wir rausstreichen, dass Austin Theory und John Cena im Main Event sind. Brauchen wir jetzt nicht machen, weil theoretisch habe ich das oben schon gesagt. Mich auch mal zeigen hier im Main Event. Genau. Dann Nacht 2. Erstmal der allergrößte Abfuck, das allergrößte, was ich falsch hatte. Minus 1, denn Cody Rhodes hat verloren. Dass Roman das Schlimmste wäre, was passieren könnte, es ist eingetreten. Ist aber auch eher ein Minus. Raw nach WrestleMania Championship getrennt, stimmt auch nicht. Gunther wird das beste Wrestling-Match des Abends? Ja, gehe ich mir. Gunther retains, habe ich gesagt, gehe ich mir auch. Asuka würde gewinnen, habe ich gesagt, stimmt nicht, hat verloren. Ich habe gesagt, glaube ich, Finn Bálor wird gewinnen. Nee, es hat Edge gewonnen. Auch wieder minus 1. Ich muss mal kurz reinhören, was habe ich gesagt am Ende, dass wir wirklich hundertprozentig sauber sind.
Ich hatte es gerade offen. Ich habe es schon zugemacht. Also bevor ich jetzt... Es sei denn, John Cena, Rattle. Die... Scheiße, das wäre jetzt mal so meine Reaction. Wenn Bella gewinnt, dann Seth Freaking Rollins verliert gegen Paul Logan Paul. Rey Mysterio besiegt. Und was habe ich, um was, welches Thema ging es gerade? Es ging um Edge. Dominic Mysterio, dann Braun Strowman und Ricochet gehen aus dem Men's 4-Way Tag Team Match siegreich hervor. Dann Cody Rhodes besiegt für mich Roman Reigns, ganz klar. Gunther. Scheiße, wie soll jetzt Gunther verliert? Ich seit Drew McIntyre gewinnt, wird neunte Kopf. Okay, muss ich mir auch Minus geben. Gunther, ich habe Minus gesagt. Okay, pass auf, da gebe ich Minus 1 und Plus 1, weil ich habe ja, gebe ich Minus 1 und Plus 1. Champion und Gunther geht dann in eine Fehde mit Cody Rhodes. Asuka besiegt Bianca Belair. Asuka ist sowas von Edge falsch. Besiegt Finn Balor. Ich habe gesagt, Edge besiegt Finn Balor. Okay. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Okay, dann kann ich mir bei Edge ein Plus 1 geben. So. Dann haben wir gesagt, Bianca, wie gesagt, wenn Bianca gewinnt, gebe ich mir plus 0,5, okay. Aber Asuka habe ich gesagt, also auch wieder minus 1. Fest aus wilden Schlachten habe ich gesagt, dass es wirklich ein heftiges Match wird. War es jetzt eher, ja, gebe ich mir auch nochmal plus 0,5, weil das war eher das langweiligere Match. Dass Brock gewinnt, gebe ich mir eine plus 1. Ronda und Shayna verteidigen, gebe ich auch eine plus 1. Und dann haben wir noch sonst nichts mehr. So, das heißt, ich komme nun bei allem, was ich richtig hatte, auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, richtig? Jetzt kommen wir bei denen, die ich falsch hatte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Das heißt, ich gehe mit minus 3 raus. Ich hatte also von den Dingen, die ich gesagt habe, 13 richtig predicted und 16 falsch. So. Und mit viel, muss ich auch sagen, war schon mit Augen zudrücken, aber hey, ich bin doch eher ein bisschen enttäuscht, weil ich habe wirklich vieles gesagt, was passieren würde, was einfach nicht eingetreten ist. Und das Schlimme ist, vieles war Wunschdenken und Fantasy-Booking, aber hey, was wollen wir erwarten? Es ist doch auch mal hin und wieder auch so. Hin und wieder ist es doch auch Fantasy-Booking. So. Hin und wieder hofft man ja auch, weil man mit dem geht, was man sagt, das macht doch einfach am meisten Sinn. Aber leider Gottes hat es an diesem Tag keinen Sinn gegeben. So, Freunde, das war meine WrestleMania-Reaction auf meine Prediction. Also, ich habe 13 Sachen, die ich gesagt habe, richtig gehabt, 16 falsch. Von den Matches her haben wir eher so 50-50. Ich glaube, da hatte ich die Hälfte gefühlt richtig, die Hälfte falsch. Aber ja, ich hoffe, ich werde es irgendwann mal hinkriegen, so zu 90% der WrestleMania richtig vorher zu sagen. Freunde, das war meine Reaction und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Hallo, dies war mal wieder eine neue Folge von Cherry Bombs und Liebesbriefe. Wenn es euch gefallen hat, danke für eure Unterstützung. Habt ihr gewusst, dass es über 100 weitere Folgen gibt, die ihr wahrscheinlich noch gar nicht kennt? Die sind auf allen Audio-Plattformen zu finden. Also checkt einfach mal unseren Linktree aus, den ihr in unserem Social Media finden könnt. Oder scrollt einfach noch ein bisschen weiter nach unten und sucht euch die Folge von über 10 Sendungen raus, die euch interessiert. Zudem werden alle diese Podcasts auch als Video on Demand auf YouTube veröffentlicht. Dort haben wir auch exklusiven Content wie Vlogs oder wirklich Sendungen, die nur für YouTube veröffentlicht werden. Also schaut doch mal rein und checkt auch unsere Social Media Kanäle, Facebook, Instagram, TikTok, wo ihr auch unseren Linktree finden könnt, wo ihr sehen könnt, wo wir noch überall verfügbar sind. Zudem streamen wir regelmäßig live und es gibt die Streaming Highlights auf YouTube. Das war jetzt ziemlich viel. Danke, dass ihr zugehört habt und danke für eure Unterstützung. Liked, shared und subscribed. Goodbye and good night.